Ja, ich grüße euch, Leute. Ich muss leider den Helm auflassen. Ich finde den cool. Ja, ich bin noch auf Hurston. Hab hier gerade mal ein bisschen mich ausgestattet. Beziehungsweise könnte mich jetzt noch ausstatten. Da im Hintergrund seht ihr die Hurricane. Und zwar von den Waffen möchte ich auch noch eine Pistole mitnehmen. Die S38, die kann ich ja hier auch noch anbringen irgendwo, da. Und dann brauche ich noch für die S38 Munition, aber die habe ich hier gar nicht, müsste ich dann kaufen. Ja, und zwar habe ich, was ist das denn? Ach, Platzhalter, okay. Habe ich Folgendes gemacht, ich habe jetzt mein Zeugs, was ich heute Abend auf der Messe anziehe, eingepackt, hinten in den Backpack. Weil alles andere würde hier bleiben. Würde ich jetzt den Helm hier reinziehen, dann, obwohl, warte mal, ich versuche das mal eben. Müsste er ja eigentlich auch machen. Armor. Armor, Armor. Wo ist der Helm? Da. Wenn ich den jetzt da reinpacke. Ah, passt da nicht. Ist zu schwer, ist zu groß. Da müsste ich wieder was anderes rausnehmen. Also lassen wir den mal. Ich habe jetzt auch ein Medipen mitgenommen. Und hier noch ein Gewehr zur Sicherheit. Weil mein Geld wird langsam auch immer weniger. Weil man, wenn man sich alles kauft. So, das ist die Hurricane. Mit der fliegen wir jetzt wieder zurück nach Microtech. Ist ein kleiner Fighter. Ihr seht da oben, die hat gute Bewaffnung. Unten hat sie noch eine Raygun. Ja, die werden wir jetzt mal benutzen. Wenn ich den Einstiegspunkt wieder finde. Gar nicht so einfach bei manchen Schiffen. Dann werden die schneller despawnt, als man gucken kann. War das hier hinten? Nee, oder? Nee, da hinten ist das Triebwerk. Von der Seite, von einer Seite. Ich glaube, von der rechten oder linken Seite. Von unten war es nicht. Nee, 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 nee. Ist ja auch immer lustig. Ihr müsst ja mal gucken. Ach hier, guck mal. Da, doch, von unten. Oh. Da setzt ihr euch dann direkt rein. Ah, okay. Gut zu wissen. Was ist los? Warum schaltet der nicht ein? Power on? Ah. Okay. Da haben wir die Lande. Ah, okay. Können wir wieder hier mit nicht machen. Irgendwie switchen die immer miteinander, ne? Dann machen wir das mal hier rüber. Gut, dass sie das eingefügt haben, sonst würden wir hier gar nicht rauskommen. You are clear to launch. Da oben geht's auf, irgendwann. Ja. Ja. Okay. Ach so, das ist so ein... ich sehe gerade... Okay. Ab nach oben. Wo sitze ich hier eigentlich? Bin ich hier gar nicht. Leute, ich bin im Geschützturm. Oh. Ah, hier vorne müssen wir rein. Na toll. Ah. Wo denn? Hä? Kommen wir hier gar nicht rein? Doch, da war gerade. Gerade war noch da. Enter Pilot Seat. Okay. Ah, super. Okay. Schalten wir natürlich auch ein und dann ab nach oben. Fahrwerk ein.
gucken wir mal von außen. So sieht er aus. Können wir hier eigentlich K? Ne. Hat nur so... so Bereiche, dass man... ist das, oh, das sieht aber auch schon komisch aus, ne, hier. Okay, ist wohl so eine Bemalung. Dann gucken wir mal, geht die gut ab? Oh ja. Also wie gesagt, wenn ihr damit schießen wollt, müsst ihr da hinten rein. Und wir fliegen jetzt mal nach Microtech zurück. Ah, dann kann man hier nicht im Schiff rumlaufen. Denke ich mal. Weil dann werden wir sofort nach unten geswitcht. Okay, ist also wirklich nur ein Kampfschiff. Nichts für Spaziergänge. So, erstmal raus aus der Atmosphäre und dann ab nach Microtech. Weil die Messe fängt gleich an. Und da wollen wir ja unbedingt sein. Aber ich wollte euch das Schiff eigentlich nochmal zeigen, die Hurricane. So sieht sie aus. Und wie gesagt, hier hinten habt ihr dann den Eingang zum Geschützturm. Könnt ihr also mit zwei Leuten machen. Einer muss hinten sitzen. Und der kann dann den Geschützturm bedienen. Ihr habt natürlich hier vorne, ja, wir sind noch in einer waffenfreien Zone. Lass mal raus hier. Oh, die geht aber gut. Ah, ist ja auch ein kleines Schiff, so. Immer noch nicht. Ah. Mal eben, wie weit wir jetzt hier weg sein müssen. Wir wollen wieder zurück nach Microtech. Nach New Babbage. Boah, das kriegen wir so gerade hin mit so einem kleinen Schiff. Wird wahrscheinlich auch ewig dauern, deshalb werde ich euch den Flug jetzt nicht unbedingt zeigen. Komplett. Nur mal eben rein und gucken, ob der Quantum Drive jetzt funktioniert, weil bei dem letzten Flug hat er ja nicht so gerade. Ja, hier funktioniert er also einwandfrei. Bei der Phoenix hat er nicht so funktioniert. Können wir hier schießen? Nein. Quantum Drive geht da nicht. Ja. Hier ist nochmal die Anvil Hurricane. Ich hatte sie noch im Verleih und dachte mir, okay, dann nutze ich sie auch eben einmal. Aber wie gesagt, wenn ihr mit zwei Leuten machen wollt, seht ihr, dann ruckelt die auch ganz schön. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf Microtech wieder zur Messe. Und bis dahin erstmal. Ciao. Heute ist Aegis-Tag. Oh, ruckel, ruckel, ey. Vielleicht haben sie es deshalb ausgeschaltet. Tschüss.